So, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Hier eine weitere Folge World of Warships. Nachdem die letzte Runde von den Gamer mit seiner, was war denn das, Tier 6 Kreuzer ein bisschen OP war für meine 5er Kongo, sind wir jetzt dabei, dass er nur die Omaha hat, ebenfalls Tier 5, und jetzt ist das Balancing auch besser. An dieser Stelle erstmal einmal den Gamer begrüßen. Herzlich willkommen und Genau, ich danke, dass wollte du gerade sagen. zugeschaltet hast. Genau, Ja, was genau. meinst du mit den Gamer begrüßen? Ja, wir begrüßen dich jetzt mal. Ich Allerdings bin könntest du. Jack Na, O'Lantern. egal. Karte, zwei Brüder heißt sie, genau. Dein Plan und deine Position. Deine Position sehe ich. Was willst du machen? Bin für D. Nee, A. Nee, D. A ist ein Zerstörer, doch ein Zerstörer, das ist gut. Was denn du, D oder A? A. Also D. Okay, machen wir D. Nein, wir gehen jetzt nach Ja, A. wegen Ganz meiner einfach. Geschützturmausrichtung, sonst müsste ich einmal komplett Ja, wenden. Drehe nach links. Fertig. Bis du da bist, hast du sie eh gedreht, also. Ich bin schon in Range, möchte ich mal so erinnern. Ja, natürlich. Du kannst schon bei C reinschießen. Ja, ich warte noch ein paar Sekunden, bis er vorkommt. Was haben wir denn da? Phoenix! Bei A will ich hin. Ist bei A eine Phoenix? Yep, die läuft gerade rein und nimmt ein und vertreibt unseren Kannst du rüberschießen? Zerstörer. Über die flache, ja. Über die hohe, nein. Jetzt ist er out of sight. Jetzt kommen auch noch Flugzeuge. Oh. Ah, wir haben kein Flugzeug. Fehlt ein Flugzeug. Der Gegner hat einen, wir nicht. Das ist schlecht. Dadurch haben sie dann auch A eingenommen. Hat er erfolgreich den Träger. Guck mal, jetzt kommt er an eine flachen Insel. So, ich schieße auch mal rüber. Mal gucken. Treffer. Ah, out of sight. Botten bitte. Ist ja im Nebel drinne. Kongo vor mir. Sehe nichts. Jetzt sehe ich genug. Uiuiui. Schauen. Muss die Omaha muss wieder ges. Sehe ich die nicht. The enemy team has taken the lead. Wo bleibt sie? Soll wieder da sein. 12 Kilometer, da ist irgendwas. Du kriegst Besuch, Torpedobomber. Butaka. Burukaka ist da hinten, 12,4 Kilometer. Genau meine Range, die steht fast, ne? Würde ich mal kurz. Oh, ich habe sie nicht gespottet. Ich sehe kein Schiff gerade. Ich bin feuerbereit. Also Nix. die steht da hinten, wie gesagt, ne? Die Bahnquadrat E7. Yep, Insel im Weg, komme ich nicht ran. Brennende Minute lang. Shit. Jetzt ist da die Omaha, die kriege ich jetzt weiter. Ja, versenkt. Sauber. Na, da hinten war noch ganz schön was. Bin noch entdeckt. Oh, das sieht doch nach einer Kongo aus, ja. Hinten kommt noch eine Nicholas. Kongo, ja. Ich unterstütze mal bei D, da sind einige drin, ne? Ja, sag Bescheid, wenn ich rumkommen soll, ne? Team has taken the lead. Und bleib jetzt erstmal hier stehen. Boah, Wyoming, Wyoming, Kuma. Und noch zwei, die nicht aufgeklärt sind. Die gewaltige Feuerkraft haben die da gerade versammelt bei D. Mal zurückkommen. Nee, unterstützt du mal da. Wir haben ja auch drei Schiffe Ja, wie von gesagt, hier ist uns. auch zwei Schlachtschiffe. Schaffen wir es. Ist doch.
Mir kommt das schon fast so vor, als hätten sie die Furutaka ein bisschen verbessert. Ja, ich glaub's nämlich auch, weil die ist stärker geworden. Aber ich meine, also wenn, vorher konnte die dann echt nichts. Gar nichts, weil... Die hat keinen Schaden Feuer, gemacht. Ja, die hatte eine Feuerkraft vom Kreuzer und eine Nachladezeit vom Zerstörer. Das war schon sehr böse. Ach. Oh, die wurde versenkt. Pedos. So, das ist denn jetzt da vorne. Und da ist der Flugzeugträger direkt da vorne. Und ein Zerstörer legt sich mit. Jetzt mal A ein. Da soll ich zurückkommen, weil es sieht bei euch nicht schön. Ja, wenn du kannst, ja, da wir ja A einnehmen, mach dich mal auf den Weg zu uns. Ein bisschen im Zaun halten. Weil ich sehe gerade, weil ihr habt nur noch einen Zerstörer und einen Kreuzer da und du. Da nichts los. Das ist schlecht. Yep, Furutaka in Wyoming. Ach, ja, unser Zerstörer hält hier so ein bisschen in Schach, das ist ganz gut. Ah, die sind in deiner Reichweite locker, ne? Ja, alle drei. Ich kann gar nicht so schnell laden, wie ich schießen möchte. Furutaka. Ich gehe mal hinter die Inselgruppen. Ich habe ja auch Torpedos und werde mal schauen, ob ich vielleicht was. Immer. Schade. So, die Wyoming kommt in meine Richtung, hat mich noch nicht gesehen. Jetzt hat sie. Mal. ein Treffer. Kommt, sag mal, was kommt in meine Richtung gerade? Siehst du das? Eine Furutaka und im Schlepptau dahinter eine Wyoming. Ja, fährt die gerade weg oder kommt die zu mir? Auf dich zu. Die Wyoming könnte schon ein bisschen böse werden. Wyoming hat Zitadellentreffer erhalten. Und jetzt brauche ich Backup von der Kuma. Bitte lass davon irgendwas treffen. Es trifft nichts. Scheiße. Sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass dieses fucking Schiff da hinten so viel Damage macht? Ich meine, gut, das ist ein Tier 6er, oder? Tier 5er? So, ein Torpedo frisst die aber. Oder reicht sie aus? Komm, den trifft sie. Lass ihn fressen, bitte. Bitte, 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 bitte. Trifft. Ja, wow. Jawoll! Kuma versenkt. War ein schöner Detonationstreffer. Furutaka, kannst du mal schnell gucken, ob du die erwischt? 22 Kilometer Range, out of range. Scheiße. Dann mache ich nämlich jetzt gleich einen Abgang. Versuch eine Kehrtwende in meine Richtung, ich gehe Backup aus der Entfernung. Ich bin weg, bin verbrannt. Schade, aber ich dachte jetzt, sie wurde nämlich langsamer, ich dachte jetzt, sie will wieder rückwärts fahren. Hätte ich mal doch lieber zu den Inselgruppen die Torpedos geschossen. Hoffen. Wo stehst du denn jetzt? Ware, ich stehe nicht. Du stehst da ganz hinten.
Da fährst du jetzt hin. Der hat auch schon ganz schön gefressen. Braucht auch nur noch einen Schubs, dann fällt die. Sieht die auch schon den Stöpsel? Hoffentlich. Wir müssen Punkte machen, das ist das Problem. Wir haben B, C und D schon lange wieder. Also das Einzige, was wir haben, ist wieder A. Die haben uns das echt geklaut. Wir machen keine Punkte gut. Hachi und einem Yogi haben wir noch. Okay, eine Kongo. Wir haben da hinten auch noch eine Kongo stehen. So, öffne mal Furutaka. Sag mal, wie viele Türme hat die ausgebaute Kongo? 4, immer nur 4. Ich habe die Furutaka versenkt. Schön. Sehr schön. Öffne jetzt das Feuer auf Wyoming. Mach das. Muss funktionieren. Ich guck gerade hier hinten die Kongo ein bisschen zu. Sitzt dazwischen. Boah. Boah. Gleichzeitig habt ihr einen Pickel. Was hast du weggeholt jetzt gerade? Furutaka. Schlachtschiffe gegen Schlachtschiffe. Jo, übel, übel, übel. Vor allem, ich fahre in das Feuer des anderen rein, da oben. Ich sehe gerade nicht, was da auf mich zukommt. Das ist eine Kongo, kommt von oben. Aber die ist beschäftigt mit der anderen Kongo. Und eine Kawachi kommt halt von hinten noch. Du fährst gleich auf, ne? Dreh nach rechts. Läuft's gleich auf, so. Wyoming ist ein Tier unter, ne? Ja, Tier. Sag mal bitte, wann ich nach links lenken soll. Jetzt solltest du anfangen. Halt. Also, kommt drauf an, wo du hin willst, ne, natürlich. Weil jetzt kannst du halt nur noch mit deinen Hintern schützen. Mein Schlachtschiff macht 60 Punkte gut, ne? Da müsstest du... Warte, ich kann das mal sehen. Schlachtschiff macht, ja, 60 Punkte gut. Und die verlieren dann 90 Punkte. Ja, wenn du hörst da in Wyoming, dann... Konzentrieren sich gerade beide auf die Kawachi. Öffne Feuer auf Wyoming. Das sind zwei. Gibt es zwei? Hätten nur noch 2000. Ja, jetzt sollte, also jetzt muss die eine Wyoming sterben, weil sonst schaffen wir das jetzt hier nicht. Eine ist down. Ist weg, sehr schön. Fehlt jetzt nur noch die andere. Und dann aber muss die Kongo, also
Sache. Und nimm mal B ein mit gleich. Geh mal zu B. Dann schaffen wir das echt. Meine Geschütze frei von der Insel. Ja. Frage nach B. Das wird eine enge Kiste. Sind wir schnell genug, das Ding einzunehmen, oder haben wir schon verkackt? Also es muss das Schiff muss sterben, eindeutig, sonst schaffen wir das nicht. Brauchen wir noch 70 Punkte. Ja, und das ist das. Und 70 Punkte, und wenn sie das verlieren, dann verlieren sie 90 wieder, weißt du? Dann sind sie wieder... So eine Sache, dann sind sie wieder auf 860. Ja, die Kawachi, die, wenn die jetzt nämlich die Kawachi kaputt machen, ja, die haben gewonnen. Der braucht da ja nur noch Blinkern. Weil wenn die Kawachi tot ist, haben sie ja schon, die kriegen sie auch wieder Punkte gut. Oh. Das würde ich sagen, war ein nice Treffer. Ich habe 5 Zieltreffer erzielt. Aber die ist jetzt weg. Ja, die haben... Scheiße! Gerade in der Base angekommen und dann sowas. Ah, das war knapp, Kinder. Ja, schade. Schade, aber war trotzdem noch relativ. Ich finde es war eine schöne Runde. Ich habe auch ein bisschen was gemacht. Das war eine schöne Runde, ja. Wenig ja. EPs, 2 versenkt und nur nicht mehr 1000 Erfahrungspunkte. 623 bekommen. Aber ja. 130.000 Credits. Naja, dann bedanken wir uns wieder, dass ihr zugeschaut habt. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss, tschüss.